So, So, moin. genau, moin. Dann Los jetzt, Attacke hier. fahren wir So, wir mal gucken jetzt eben. erstmal. Ja, was ist denn jetzt hier mit den Kürbis hier? Den kriegen wir nicht mehr drauf, ne? Nee, der passt nicht mehr, Wegen der dem eine. Holz passt das nicht mehr. Ich Ja, würde erst. gut. Verkauf doch erstmal die Kürbisse, ey. Ey, lass doch das Holz Verkauf da. doch erstmal die Kürbisse. Fahr doch erstmal die Kürbisse verkaufen. Und dann kommst du wieder und dann verkaufen wir den anderen. Nee, Doch, warum? das machst du so. Ich will doch wissen, was wir fürs Holz Ja, kriegen. ist doch schön, das können wir gleich machen. Nein, das testen wir jetzt. Nein, das machen wir nicht jetzt. Wir fahren jetzt erstmal die Kürbisse weg. Das ist doch unnötig Fahr jetzt die spät. Kürbisse weg. Pass auf, Sie fahren die Kürbisse, ich nehme 5 Holz und laufe dahin. Ja. Du bist ein, ey, weiß ich auch nicht. Oh, jetzt habe ich die Ziege gesehen. Meine Güte, wie kann man sich so anstellen? Fahr, geh doch einfach, ey, das können wir doch gleich zusammen machen. Wir gucken mal. So weit kann das ja gar nicht sein. Also hier ist unsere alte Scheune. Ja, da bist du aber ein Stück am Laufen. Das ist richtig. Ja. Vielleicht bin ich schneller da wie Sie. Bezweifle das. Also ich sehe den Laden schon. Das ist der nicht, das ist die Garage. Herzkeks. Ja, ist so. Ah, oh, nee, da ist er noch schneller. Habt ihr gesehen, wie der gerast ist? Gucken Sie mal, da bin ich schon mit meinen 4 5 Brettern. So, kann ich die hier auch verkaufen? Ich versuche. Ich helfe Ihnen. Die kannst du da nicht verkaufen. Oder? Doch, die kann man verkaufen. Aber ey, da kriegst du nur 10 Dollar für hier. Nimm die bloß da raus. Wir fahren zum Baumarkt. Okay. Wir gehen mal da gucken, ob wir da mehr kriegen. Weil für 10 verkaufe ich die nicht. Ja gut, wir gucken mal. So, ich verkaufe jetzt erstmal hier die. So, die Kürbisse. Jetzt haben wir wieder 175 Dollar. Ja. So, jetzt fahren wir mal zum Baumarkt und gucken mal, ob wir die da. Ob wir da irgendwie verkaufen können. Zurück, zurück, zurück! Wo fahren Sie hin? Wir hätten doch nur da unten weiterfahren müssen. Wo fahren Sie hin? Zum Baumarkt. Das ist aber verkehrt. Nö. Glaub nicht. Hier ist doch hier vorne. Stimmt, Sie haben recht. Jetzt die Straße runter. Hier ist noch nicht der Baumarkt. Stimmt, Sie haben recht. Okay, Entschuldigung. Entschuldigt, Leute, dass ich jetzt so. Ja, Herr Hoxen hat jetzt. Ja. Ja, Sie sind ja gerade hier schon gefahren, haben Sie ja geguckt. Aber ich glaube, der Preis ist derselbe. Wir werden mal sehen. Mal halt viel Holz verkaufen, ne? Ja, ja, wir gucken jetzt erstmal, was wir für die 5 kriegen hier. Mal gucken wir mal nach. Denkt mal derselbe Preis, oder? Möglich. Wir schauen mal. Wir gehen mal auf Verkaufen. Ja, auch 10. Also können wir das da hinten verkaufen. So. 185, das heißt. Unsere Aktion wird jetzt erstmal sein, Holz ohne Ende. Dann los. Wenn wir die Spritkosten sparen, laufen wir eben hier runter. Da wäre ich ja blöd. So weit ist das nicht. Also zum Laden. Ja, ja, logisch. Aber wo fahren Sie jetzt hin? Ich fahre jetzt mal so lang. Ja, da wollen wir gar nicht hin. Hallo? Hallo? Wir müssen rechts runter. Rechts. War ich ja. Nein, Sie fahren unseren Sprit leer. Hallo? Rechts. Wir sind total verkehrt. Hier rechts. Nein, links. Was denn jetzt? Drehen Sie um. Wir haben keinen Sprit mehr. Bleiben Sie mal. Oh Gott. Und den Wagen macht er auch noch kaputt. Oh. Ja, das wird nichts. Und jetzt? Ja.
Ich lasse sie hier liegen, ist das okay? Super. Ich laufe nach Hause, das wird mir jetzt zu lange. Leute, habt ihr das jetzt gesehen? Was habe ich ja noch nie erlebt. Der fährt einfach ins Grüne. Der Mann ist verwirrt. Ich glaube, das Landleben bekommt ihm nicht so gut. Steigen Sie ein, Mann. Also wirklich. Da hinten links gleich. Jetzt kommen wir wieder am Baumarkt raus. Jetzt müssen wir wieder links. Und hier können sie geradeaus fahren. Die Straße können sie bis zum Ende geradeaus fahren. Oder, ja. Ja, ja. Fahren sie hier links. Fahren sie hier links. Ist besser. Ja. Und hier rechts. Genau. Und wieder links. Genau. Warten Sie mal, bleiben Sie mal stehen. Soll ich hier schon mal ein paar Bäume fällen? Wo wollen Sie denn die Baumstämme nach oben schleppen, oder was? Wieso? Verkaufen. Baumstämme. Wir können keine Baumstämme verkaufen, wir können nur Holz verkaufen. Ja, ist ja gut. Das haben wir auch noch nicht ausprobiert, ob wir nicht einen Baum auch verkaufen können. Wissen wir ja gar nicht. Hauen Sie rein. Mal gucken, ob wir das hier irgendwie. Machen wir mal richtig Kohle hier. Holz. Holz! Sind wir eine Schreinerei jetzt, oder was? Eine Schweinerei sind wir. Kriegen wir noch mehr drauf? Gucken Sie mal. Nee. Oder waren Sie doch? Da war gerade einer. Hä? Ach nee, der ist daneben. Nee, mehr geht nicht. Okay, los. Fahren Sie weg. Fahren Sie? Ja, kommen Sie rein. Soll ich mitkommen? Natürlich, wir müssen noch gucken, wie viel Kohle wir jetzt kriegen. Okay. Wir müssen jetzt erstmal Geld machen, dann heißt Holz, Holz, Holz. Also fahren wir hinten zu dem Geschäft, oder wo fahren wir hin? Ja, wir fahren zu dem Laden. Aber da hätten wir auch querfeld einfahren können und wäre vielleicht schneller gewesen. Ja gut, wir müssen können so einmal durchfahren zum Tanken gleich. Ach so, okay. Oh, guck mal, was hier los ist. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, hier der Weg ist ja deshalb nicht allzu weit. Dann können wir vielleicht noch Futter für die Hühner mitnehmen? Nee, noch nicht. Wir müssen gleich erstmal. Aber Dünger brauchen wir unbedingt. Ja, ich will jetzt erstmal verkaufen. Wir brauchen unbedingt Dünger. Warum kann ich nicht. Oder wegkaufen? Warum muss ich so komisch fahren hier, ey? Was machen Sie denn da? Sie verballern hier unseren Sprit. Ach, das ist ja gar nicht, ne? Wo ist der denn, der Laden? Hier links. Hier, ne? Ja. Frisches Holz hier. Aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen. So. Abverkaufen. So, alles verkaufen. 84 gibt das. Okay. Verstehe ich zwar auch nicht, warum das 84 gibt. Oh, hä? Einmal sind 6 Holzplanken, einmal 5. Was ist da los? Ja, sie haben wahrscheinlich immer weniger genommen. So, du brauchst jetzt, was brauchst du? Dünger? Ja. Wie viel? Ja, 2. Zweimal? Hm. Gibt ja wieder Ertrag, sozusagen. Okay. Auf.
So, habe ich gekauft. Okay. Und wieder zurück. Wir müssen aber erstmal tanken. Haben wir noch Geld? Ja, nicht viel. Okay. Tankstelle war. Moment. Warten Sie mal, warten Sie mal, warten. Nicht, dass die uns hier runterfallen, ne? Ja, die können nicht runterfallen. Ja, das sagen sie so in ja, klar, sage ich dazu. Und los. Oh. Weil, ja, noch können wir noch. Eine Fuhre können wir noch machen. Würde ich mal sagen. Was machen Sie denn jetzt? Ich mach mal die Karre aus. Soll ich sie wieder abholen? Brauchen sie länger? Was kostet so ein Anhänger? Was halten sie? Zwei Schüsse! Jawohl, Herr Ochsen, ich hab das Vieh. Ja, wir fahren schon mal rückwärts. Da haben wir Fleisch. Oh, sie müssen mich abholen, ich kann nicht alles Fleisch. Ja, habe ich mir gedacht. Wo sind sie denn? Hier oben. Ja, wie hier oben? Was heißt denn hier oben? Hinterm Haus. Genau, hier oben. Bring das mal zum Verkaufen. Ja, dann schmeiß doch hier rein. Ach so, ja, genau. Oh, Leute. Stimmt, ich habe jetzt sofort gedacht, das wäre das Schnellste, wenn ich das eben wegbringe, weil der Laden ja direkt hier hinter uns ist. Aber habe ich gut gemacht, gucken Sie mal. Ja, super. Zwei Schüsse nur. Ja, bravo. Verkaufen Sie. Wir brauchen Kohle, das nutzt alles nichts. Wildfleisch. 45 kriegen wir dafür. Okay, jetzt haben wir wieder 114. Ja, gut. Das ist natürlich die beste Einnahmequelle. Da haben wir keine. Ja, gut, auch Patronen. Eben, und die kosten auch Geld. Mhm. Los geht's. Das heißt, für uns erstmal Bäume fällen. Wollen Sie nicht tanken? Nach Arschlecken. Wir können noch einmal fahren. Das ist noch unterhalb ist der noch. Ich meine ja, wenn wir hier die Querfeld einfahren, sind wir schneller und brauchen nicht so viel Sprit. Sprit ist egal. Oh, warte. Boah, nee, 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 nee. Jetzt ist mal Ende. Ich fahre doch nicht wieder zurück. Sie erzählen mir was von Sprit sparen und wollen hin und her gurken. Ah. Lassen Sie die armen Tiere zufrieden. Zwei Schüsse. Ich würde auch gerne Schüsse, aber ich habe leider keine Munition mehr. Haben sie alles verballert? Ja, natürlich. Ne? Wir haben ja schon mal hier noch einen Zaun für die Viecher da machen, ne? Wir müssen jetzt erstmal Bäume fällen. So, ich kümmere mich jetzt wieder um die Bäume. Und ich mich um den Dünger. So, ich fange jetzt hier an. Oje, oje, ist gar nichts mehr mit Düngen, ey. Kürbisse kommen mir überhaupt nicht mehr. Ach, oh, die Tomaten können gedüngt werden. Cool. Das ist ja cool. Oh, shit. Helfen Sie auch mal, oder? Ich bin gerade am Düngen und am Wässern. Wir brauchen hier jede Menge Wasser. Wenn unsere Pflanzen kein Wasser mehr haben, dann gehen die ein. Ich muss wieder alles selber machen, ich merke schon. Mehr, oder? Nee. Das ist ja doof, sonst zu zweit hier mit dem Wasser. Ich meine, der Wasser ist umsonst, das ist das Gute, ne? Ich muss mich beeilen hier, ey, sonst. Ach, geht ja auch so. Muss den hoch genug pinsen. Oh, hier ist gar kein Wasser mehr drin. Hey, go verneck. Gar kein Wasser mehr. Das ist schlecht. Brauche ich noch mehr Wasser?
Also das Beste, was wir gemacht haben, Herr Hoxton, war hier unseren Brunnen. Der war wirklich Gold, ist Gold wert. Also, naja, gut, das war mir schon klar, ne? Wenn das alles als Wasser nehmen müssten, das wäre... Wenn wir das Wasser verkaufen könnten, wäre noch besser. Nee. So, das wird jetzt erstmal lange so gehen, Leute, dass wir hier Bäume fällen und... Ja, wir müssen ja erstmal Geld machen. Wir müssen jetzt erstmal Kohle machen und da, wenn es danach geht, dann holzen wir ja alles ab, ist mir auch egal. Naja, alles glaube ich nicht, aber erstmal... Aber wir müssen auf jeden Fall erstmal abholzen, was geht hier. Kommen Sie her, machen Sie hier weiter. Zack, zack, zack. Ja, ich wollte die Eier einsammeln. Ja, dann Eier. Eier mal ein bisschen rum da. Und die Kacke entfernen. So, mir ist aber wichtig, wenn sie es erstmal holen. Ah, jetzt habe ich... Oh nein! Oh nein! Oh, machen sie das, glaube ich, besser. Oh, jetzt habe ich das Essen entfernt, ich doofe. Ja, du bist ja auch clever, ey. Oh nein, wir brauchen Essen für die Viecher. Ja, dann fahr holen. Oh, was ist denn hier passiert? Haben wir hier kein Futter mehr? Das ja, ist Wasser, was die da haben. Ja, die brauchen ja auch Wasser, ne? Oh nein! Oh nein, ich hab die Säge kaputt gemacht. Oh. Machen sie weiter da! Ja. Ach, ich mach das schon. Wir haben hier im Schuppen auch noch Holz, ne? Haben Sie gesehen? Ja, bringen Sie das mal raus. Ja. Ich finde erstmal Gesicht, Gesicht, Gesicht. Ja, ich muss, ich gehe mal eben zum Laden. Ich hole mal eben. Ich brauche aber keinen Wagen. Ich mache das eben zu Fuß. Oh, wir können die Erdbeeren schon ernten. Ja, wie cool. Dann nehme ich die gleich mit, was? Ja, natürlich. Ja, wie cool. Leute, guckt euch das an. Wie viel Erdbeeren das gibt. Ja, ich weiß, man sollte den Korb auch mitnehmen. Dann nehmen wir ab. Und dann ernten wir Erdbeeren. Denken Sie dran, ne? Was denn? Ja, die Hühner brauchen was zu essen. Ja. Aber wir brauchen ja auch Geld, ne? Das ist gut. Okay, ich nehme den Korb und bin unterwegs. Schöner Tag. Man kann das hier abkürzen. Sie haben nicht alle Erdbeeren mitgenommen, ne? Ich habe gar keine Erdbeeren mitgenommen. Warum denn nicht? Tomaten. Die Erdbeeren waren noch nicht fertig. Die sind jetzt erst fertig. Ah, ich verstehe. Ich? So, wir haben hier wieder leckere Sachen für Sie. So. Leckere Sachen. Wir gucken mal. Wie jetzt? Hallo. Frische Erzeugnisse vom Land. Wir können verkaufen. Oh, das gibt wieder 60. Ui, das ist aber cool. Die Tomaten geben 48. Wow. Die sind richtig... habe ich... Oh, wir haben Geld. Habe ich die Erlaubnis und darf auch was kaufen? Ist mir scheißegal. Okay. Weil ich habe keinen Bock, immer hin und her zu rennen. Dann teste ich mal was. Und weil wenn die so teuer sind, vielleicht bringen die ja richtig Geld. Nur mal testen. Weil wir brauchen die ja nur einmal sehen. Das ist ja dann wieder ein Vorteil. So.
Das nehmen wir mal mit. Ach so, ich kann die gar nicht mitnehmen. Hahaha, ha, ha. Warte mal, stopp. Das kann ich doch da in den Korb legen. Jawohl, ha, so geht doch. Wie schön. Kann ich hier hoch? Natürlich nicht. Warum eigentlich nicht? Zack. Einmal hier rüber. Ich hoffe, der Weg ist so richtig. Da jetzt gerade was gesehen? Zack. Da so. Da ist er doch schon. Guck mal. Leute, ist gar nicht so weit. Wenn der Hoxen hier durchfährt, dann wäre das wunderbar. Ach, guck mal, hier ist ein alter Brunnen. Den können wir abreißen. Habe ich Ihre Erlaubnis und darf noch einen Pflanzgarten machen? Machen Sie doch, was Sie wollen. Das ist doch Ihr Geld. Mich interessiert das doch nicht. Wenn Sie meinen, Sie müssen das machen, dann machen Sie das doch einfach. Ja, dann klaue ich mir mal Holz von Ihnen. Ja. Nee, klauen Sie nicht. Ja, ja, haben Sie gesagt, Herr Hox. Was soll denn das? Wir wollen das verkaufen, verdammt. Ja, aber ich wollte doch hier... Haben Sie was zu essen für die Hühner mitgebracht? Nein, noch nicht. Ja, warum denn nicht? Hab ich vergessen. Ja, ey, also ehrlich. Ich hab's vergessen. Erinnert mich schon wieder an Dings hier, am Landwirtschaftssimulator. Da hat die auch einfach gemacht und gemacht. Ich hab's vergessen. Ja, dann hauen sie mal rein jetzt. Ich glaube, es hackt. Ja, ja. Die lassen ihre Hühner hier vergammeln, ey. Ja. Warten Sie. Hauen sie ab mit dem Holz, das ist mein Holz. Gehen sie weg. Kriegen das Holz nicht. Hauen sie ab. Ach, dann hole ich mir die Hühnerchen jetzt. Ja, kümmern sie sich mal um die Hühner, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey, habt ihr das gesehen? Was denn? Gibt's doch nicht. Unfassbar, oder? Ich hab das die Hühner vergessen. Ja, die Hühner vergessen. Das kann doch nicht wahr sein. Die vergisst einfach ihre Hühner. Und die verrecken hier, ey. Fahren sie auch so querfeld ein, dann sparen sie Sprit. Nee, mach ich nicht. Rein. Ist doch auch eine Tür. Bin ich jetzt dulle? Hallo Heidi, grüß dich. Ach so, deshalb kann ich nicht rein, okay. So, dann gucken wir mal. Hühner, Futter und Wasser. Sack Weizen brauchen wir da. Eieieiei. Gehen Sie bloß zu. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die Hühner verkacken hier alle. Wo ist der Sack? Die sind in Kacke eingehüllt, hier, die Hühner. Wo ist denn der Sack? Ich hab den doch jetzt gerade gekauft. Hä? Wo ist denn der Korb? Ja. Ich habe jetzt gerade einen Sack Weizen gekauft. Wo ist der denn? Oh je. Hallo? Ich habe gerade einen Sack Weizen gekauft. Leute, ich habe gerade einen Sack Weizen gekauft. Ja, hallo, ich habe doch gerade einen Sack Weizen gekauft. Habe ich noch gar nicht gekauft. Ach, okay. Oh, die Hühner, ey. Die haben nichts zu fressen. Die krepieren ja, hier. Ich bin doch gleich da. Die verrecken gerade. Komm doch jetzt mit dem Sack Weizen. Ich räume mal eben die Kacke weg, wenn sie nichts dagegen haben. War nicht ihr Job, aber... Ich bin ja schon auf dem Weg. Ja, Leute. Ihr seht selber, so müssen wir Geld machen. Anders geht es leider nicht. Oh, wer sieht das aus? Weg. Also, Leute, wir sehen uns. Nein. Ich will jetzt eben noch zurückkommen. Das müssen Sie mir erlauben. So, gucken Sie mal, da sehe ich es. Eigentlich will ich Sie. Ich will Ihnen eigentlich gar nichts mehr erlauben. Sind Sie tanken gefahren? Nein. Wie denn?
Zu Fuß? Ach so. Oh, Auto steht ja hier. Ja, das machen sie ja gerade voll, ne, mit dem ganzen Holz. Ja. Korrekt. Ich lade das jetzt erstmal voll, weil wir ja Geld machen. Oh, guck mal, unsere Tomaten, wie die aussehen. Oh, warten Sie mal. Tür öffnen. Ich bring mal den Sack da rein und am Boden ausschütten. Und zumachen. Wir haben unsere Hühnchen wieder. Oh, wie sieht das denn hier aus? Wie sehen die Tomaten denn aus? Warum? Müssen wir die entfernen? Nein, die müssen wir noch nicht entfernen, oder? Wie nicht entfernen? Ja, weiß ich nicht. Erdbeeren. Was heißt denn hier entfernen? Werden Sie sehen, wenn Sie die Tomatenstauden hier sehen. So, Leute. Ich sag mal bis morgen. Ich sag mal, wir sehen uns. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.